So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Supplements und als erstes geht es darum, was sind Supplements? Supplements sind sozusagen Wirkstoffe zur Steigerung von Leistung und der Gesundheit. Und da gibt es zwei verschiedene Kategorien. Das geht einmal darum, dass es halt eben Wirkstoffe sind, die man ja eigentlich braucht, also Nährstoffe praktisch. Vitamine oder vitaminähnliche Substanzen, die der Körper braucht für bestimmte Prozesse und ja, bei denen man praktisch nicht optimal versorgt ist und wo man dann sozusagen diese optimale Versorgung herstellt, indem man das supplementiert und dadurch sozusagen seine Leistung und Gesundheit verbessern kann. Und dann gibt es Substanzen, die unter Nahrungsergänzungsmittel fallen, aus mir unerklärlichen Gründen. Die sind aber eigentlich Medikamente, oder zum Beispiel Stimulantien. Also meistens sind die Nahrungsergänzungsmittel, die sozusagen Medikamente ähnlich sind, sind auch Stimulantien, also zum Beispiel Koffein oder DMAA. Also das ist eigentlich was ganz anderes. Also niemand braucht Koffein, niemand braucht DMAA, aber das ist halt, ja, wird halt als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, finde ich ein bisschen seltsam, aber heute geht es halt nur um die Nährstoffe, weil das sind auch die einzigen, die man braucht. Dann ist dann natürlich die Frage, wann sind Supplemente sinnvoll? Und das ist natürlich aus zweierlei Hinsicht, können die natürlich sinnvoll sein, wenn man sozusagen eine Unterernährung hat. Und das kann natürlich einmal kommen, davon kommen, dass man nicht auf seine Ernährung achtet und dann hat man halt, denke ich mal, ist man unterversorgt in diversen Nährstoffen und dann sollte man sich überlegen, ob man da mit Supplementen sozusagen eingreift und diese einige Mängel behebt. Oder was natürlich auch sein kann, ist, wenn man in einer Diät ist und sozusagen seine Kalorien limitiert, deswegen weniger zu essen hat oder weniger isst, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass man dann nicht mehr auf alle Nährstoffe kommt und bestimmte Dinge ergänzen muss. Andererseits können sie natürlich auch sinnvoll sein, einfach weil sie praktisch sind, weil es einfach schwierig ist sozusagen auf alles zu achten, beziehungsweise bestimmte Lebensmittel halt eben teuer sind und ja, dauert vielleicht auch lange, die zuzubereiten und so weiter. Und deswegen ist es manchmal einfacher, bestimmte Nährstoffe einfach zu supplementieren, anstatt darauf zu achten, dass man täglich entsprechende Lebensmittel isst. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, welche Supplements? Und das hängt natürlich immer individuell davon ab, was einem gerade fehlt. Aber im Großen und Ganzen sind das hier sozusagen Supplemente oder Bereiche, Gruppen von Supplementen, die häufig fehlen und auch häufig genommen werden. Und da haben wir natürlich einmal Kreatin, da die wenigsten Leute ausreichend Fisch und Fleisch essen, sind fast alle Leute mit Kreatin unterversorgt und die Muskeln funktionieren einfach nicht richtig. Das merkt man ja, also die meisten Leute, wenn sie Kreatin nehmen, da funktioniert das super, dann funktionieren die Muskeln wieder richtig und sie sind so stark, wie sie eigentlich sein sollten. Und deswegen, Kreatin ist für die meisten Leute sehr sinnvoll. Omega-3 auch, das bekommt man eigentlich nur noch heutzutage aus Fisch oder so. Und wenn man halt gerade keinen Fisch mag oder das nur sehr selten ist, dann ist es halt auch schwierig. Pflanzliches Omega-3 ist nämlich sehr schlecht verfügbar. Sozusagen, man bräuchte irgendwie dreimal mehr pflanzliches Omega-3, für die gleiche Wirkung wie von tierischem Omega-3. Und Vitamin D3 brauchen auch die meisten Menschen, weil das ist so, das wird in der Haut produziert, wenn da Sonne drauf scheint. Und da die meisten Leute ja nicht sozusagen irgendwie mit nackter Haut den ganzen Tag in der Sonne liegen, sondern meistens drinnen sind. Und wenn sie draußen sind, sind sie schön eingepackt, scheint ja kaum Sonne drauf. Das heißt, die meisten Leute haben einen Vitamin D3-Mangel. Auch sehr empfehlenswert, das zu supplementieren. So, dann natürlich allgemein Vitamine und Mineralstoffe. Das sind sehr, sehr, sehr viele einzelne Dinge. Das möchte ich jetzt nicht alles einzeln aufzählen. Aber generell, wenn man sich halt nicht ausreichend Gemüse und ausreichend Fleisch und was weiß ich isst, dann kann es zu Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen kommen.
Und ja, man kann einfach sozusagen vorsichtshalber Multivitamin nehmen und dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Und ja, deswegen ist empfehlenswert, muss man halt schauen, ob man nicht wahrscheinlich schon von der Ernährung das sehr hinkriegt oder nicht. Und dann natürlich noch Aminosäuren, also zum Beispiel BCAAs oder Glutamin oder Beta-Alanin oder L-Tyrosin oder so, alles ganz viele verschiedene Aminosäuren nehmen viele Leute. Da würde ich auch sagen, so ein bisschen, ob man das nehmen muss, also ist klar, wenn es was bringt, hat man entsprechend einen Mangel an diesen Aminosäuren gehabt, dann ist es auch gut, dass man sie nimmt. Aber meistens kann man halt eben auch das lösen, indem man sagt, ich esse einfach mehr Protein, dann hat man die ganzen Aminosäuren alle abgedeckt und dann ist auch gut. Das Einzige, wo es halt sinnvoll sein kann, ist halt in der Diät, weil wenn man zu viel Protein hat, also irgendwann muss man sein Protein reduzieren, auch in der Diät wegen den Kalorien, weil Protein hat auch Kalorien und deswegen macht man dann sozusagen Aminosäuren. Nimmt man Aminosäuren extra, um sozusagen den Mangel an Protein auszugleichen. Und ja, da ist das dann sinnvoll, aber wenn man jetzt nicht unbedingt mit den Kalorien so niedrig ist, dass man das Protein reduzieren muss, dann würde ich einfach sagen, okay, esst mehr Protein, dann habt ihr die ganzen Aminosäuren drin, dann braucht ihr davon keine nehmen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, das ist zu dem anderen Punkt, wann ist das sinnvoll? Viele Leute sagen immer, ja. Die Basis ist immer eine Ernährung. Immer erst, wenn ihr eine richtige Ernährung habt, wenn ihr euch richtig um eure Ernährung kümmert, dann könnt ihr über Supplemente nachdenken und so weiter. Und dann muss ich einfach sagen, wenn die Ernährung richtig ist, dann braucht man eigentlich keine Supplemente. Ja, das ist einfach so. Und deswegen, also machen aus meiner Sicht Supplemente für Leute, die sich mit der Ernährung nicht so auskennen oder nicht so auf die Ernährung achten, viel mehr Sinn. Als Leute, für die sozusagen auf ihre Ernährung achten. Natürlich benutzen trotzdem viele noch Vitamine, sage ich jetzt mal. Oder Vitamin D3 kann man natürlich nicht über die Nahrung abdecken oder nur sehr, sehr schwierig, weil das wird halt eigentlich in der Haut produziert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man auf seine Ernährung achtet, dann achtet man darauf, dass man genug Fleisch bekommt, genug Fisch, genug Protein. Und genug Gemüse und dann ist man eigentlich mit fast allem ausreichend versorgt und deswegen ist es eigentlich, sind Supplemente, jedenfalls solche, für Anfänger eigentlich wesentlich sinnvoller als für Leute, die bereits auf ihre Ernährung achten. Und das wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil das wundert mich immer, wenn Leute sagen, erst auf die Ernährung achten und dann Supplemente nehmen, weil ich meine, ne, wenn man auf die Ernährung achtet, braucht man die meisten Supplemente gar nicht. Und das war es erstmal von mir zu diesem Thema. Bis zum nächsten Video.